Und wie ihr seht, geht's weiter mit Dragons, Aufstieg vom Berg. Erstmal müssen wir unsere Drachen erneut losschicken. Das machen wir jetzt gleich mal. Danach checken wir einfach mal die Drachen durch, welche Level sie sind und was sie noch so machen können oder beziehungsweise wie wir sie pimpen können. So, dann schicken wir den gleich mal los und den hier. Hier oben haben wir erstmal keinen weiter, den wir noch losschicken können. Die haben wir losgeschickt. Den Hakadu schicken wir auch gleich nochmal los. Und die anderen sind eigentlich auch schon alle losgeflogen. Jetzt müssen wir nur hier unten nochmal gucken. Den und unseren Sturmpfeil. Dann unseren Schockrachen. Den lassen wir gleich natürlich nochmal ein bisschen Fisch besorgen. Der ist ja Spezialist auf dem Gebiet, wisst ihr ja. Genauso wie der Hakadu in Sachen Holz. Der kann auch gleich nochmal los. Dann haben wir hier unseren Nada Nummer 1. Der besorgt Fisch, dann besorgt der zweite auch Fisch. Der dritte kann auch nochmal Fisch holen. Der vierte holt auch Fisch. Dann haben wir hier oben unseren Holzklau, der kann ein bisschen Holz besorgen. Gut, dann haben wir unsere Drachen erstmal wieder neu losgeschickt. Jetzt sehen wir hier oben unser Material, haben wir schon wieder ein bisschen was gesammelt. Das ist eigentlich ganz cool so. Gut, dann gucken wir mal im letzten Event, wisst ihr ja, da gab es zwei Drachen. Gucken, ob wir ihn bekommen haben. Jo, Alter, wir haben einen Drachen bekommen. Richtig geil. Den brüten wir gleich mal aus. Das dauert einen Tag und 4 Stunden. Ist ja richtig lässig. Geile Sache. Können wir mal hier rufgehen. Dann gucken wir mal, welcher das ist. Hier vorne wird er nicht mehr zu finden sein, wa? Dann müssen wir mal nach hinten gehen. Da ist er, der Funkenhüstle, der ist ein seltener Drachen, den haben wir jetzt. Coole Sache, ich hätte zwar lieber den anderen bekommen, aber besser als ja nicht, sagen wir mal so. 16 Stunden würde dauern, um das Ei zu suchen. Und wir haben den jetzt, richtig genial. Gut, dann können wir jetzt mit unserem ohne Zahn weiter was veranstalten. Den könnten wir zum Training schicken. Der Doofe ist natürlich nur, dass unsere Akademie voll ist. So ein Mist aber auch. Das kotzt mich jetzt eigentlich ein bisschen an. Den hätte ich gerne zum Training geschickt, aber wir können es nicht ändern. Dann lassen wir den jetzt einfach mal suchen. Da weiß ich bloß noch nicht was. Einen leuchtenden Fluch könnt ihr suchen. Den Regenschneider, der ist eigentlich richtig geil. Haben wir hier hinten noch welche? Den Knochenräuber, nee, das geht noch nicht, da muss ohne Zahn erstmal Level 40 sein. Also bis jetzt würde ich sagen, ich suche den Regenschneider. Ihr könnt auch die drei hier noch suchen, aber die sind mir jetzt erstmal nicht so wichtig, weil die eigentlich nicht so viel Material sammeln. Dann würde ich sagen, schicken wir ihn erstmal los und lassen ihn den Regenschneider suchen. Wünscht mir Glück, ich hoffe, den bekomme ich. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Wie ihr seht, habe ich hier alle Drachen, die ich auf Berg platzieren kann, habe ich auch platziert. Außerdem habe ich 500 Wikinger von 500, also alles im grünen Bereich bei mir. Jetzt müssen wir nur wieder ein bisschen Material sammeln, um hier unser Sägewerk auszubauen. Das kostet 9,2 Millionen Fisch. Und wir können auch noch unsere Fischhütte ausbauen. Die kostet 9,2 Millionen Holz. Gut. Außerdem können wir jetzt erstmal unsere Drachen pimpen, soweit es geht. Da checke ich erstmal ab. Wir gehen einfach mal alle Drachen durch. Der flüsternde Tod ist Level 37. Den lasse ich auch so. Der ist eigentlich... Das ist zwar ein cooler Drache, aber ich habe auf jeden Fall bessere, die ich pimpen kann. Dann haben wir hier einen riesenhaften Albtraum. Naja, davon habe ich auch schon ein paar. Der ist auch Level 37. Den lasse ich auch erstmal so. Dann haben wir nochmal einen flüsternden Tod Level 34. Den brauchen wir auch nicht pimpen. Außerdem haben wir einen Wechselflügler Level 37. Der ist ja nicht schlecht. Der sucht ganz schön gut Fisch eigentlich. Aber da habe ich trotzdem bessere Drachen. Dann haben wir hier die schnappende Falle, Level 32. Die pimpen wir aber auch nicht. Wie gesagt, bessere Drachen sind hier am Start. Dann haben wir den Glutkessel. Den lasse ich auch so, wie er ist. Level 34. Dann haben wir hier unten nochmal einen riesenhaften Albtraum. Den lassen wir auch. Der riesenhafte Albtraum war Level 37. Das reicht auch erstmal. Dann haben wir hier einen Nada auf Level 44. Den könnte man zum Beispiel pimpen. Dann haben wir hier unseren Hakadu. Den müssen wir erstmal zum Training in der Akademie schicken. Der ist Level 36. Dann haben wir einen tödlichen Nada Level 36. Den müssen wir auch erstmal in der Akademie schicken.
Dann haben wir hier noch unseren Gruff, der ist gerade im Training in der Akademie, das dauert noch einen Tag und 5 Stunden. Also erste Option wäre der tödliche Nadder hier, Level 44. Dann gucken wir einfach mal weiter, hier haben wir den Krallenkrabbler, der ist Level 27, der müsste auch erstmal zum Training in der Akademie für 15 Stunden. Also können wir da auch keinen Fisch auf den Kopf kloppen für... Dann können wir hier unten nochmal gucken. Hier haben wir noch einen Nadder Level 44, also das wäre die zweite Option. Dann haben wir einen Sturmpfeil Level 41. Den könnte man zum Beispiel auch pimpen. Das würde aber noch nicht ganz reichen, um den in das nächste Level zu pushen. Gucken wir mal hier bei dem Schockrachen. Der muss erstmal in der Akademie zum Training. Dann haben wir, der Schockrachen war Level 42. Dann haben wir hier unseren Schädelbrecher Level 27. Der ist in der Akademie. Braucht noch 13 Stunden und 21 Minuten, bis er zurück ist. Dann haben wir hier unseren Hakadu, der muss auch erstmal in der Akademie. Unser Nada auf Level 43, das wäre die dritte Option. Den könnten wir auf jeden Fall pimpen. Dann gucken wir einfach mal hier. Da haben wir einen Nada, der muss erstmal wieder in der Akademie für 11 Stunden und 15 Minuten. Mit dem ist es genau das gleiche, der ist auch Level 45. Der hier auch schon. Und unser Holzklau, der ist auf Level 41, den können wir auch auf jeden Fall noch pimpen. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns für den tödlichen Nadder Level 43. Den rufe ich mal zurück und pimp den jetzt erstmal auf. Jetzt ist er Level 44. Jetzt haben wir noch 267.000 Fisch. Das behalten wir erstmal. Und sparen das erneut an für irgendwas anderes. Geil ist, dass wir das Ei haben hier vom Funkenhüstle. Freue ich mich auf jeden Fall über den Drachen. Jeden Tag und 4 Stunden dauert's. Ich weiß ja nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Drachen ihr bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jo, und außerdem würde mich interessieren, welchen Drachen ihr als nächstes hier ein Training schicken würdet. Könnt ihr auch mal reinschreiben. Außerdem könnt ihr mal reinschreiben, welcher Drache euer bester ist. Oder beziehungsweise euer Lieblingsdrache. Der wird dann mit Sicherheit auch das höchste Level bei euch erreicht haben. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, soweit sind wir erstmal wieder durch. Alles schick. Gut, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst was in die Kommentare da und vergesst das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.